Also ihr habt beide ein S bekommen. S und S minus. Ich Hä? meine, ich Ich weiß habe zwar ein nicht, wie S. du ein S minus Hä? Ich habe ein S? bekommst. Was? Ich bin da Ich echt. verlesen, oder? Ich meine, ich will mal angemerkt haben, du hattest 6 Kills mehr als ich und weniger Geld, ne? Ich will nur mal angemerkt haben. Habe ich echt ein S bekommen? Ja, du hast ein S bekommen. Krass. Ich meine, du standst 11-0 Ja, mit gut, aber 107 trotzdem. Farm. Alter, Warum da hat habe sich ich ein Odin S? immerhin. Ach, der Haro. So, wie schnell ist dann der nächste Champion auf der Liste? Gibt's eigentlich einen Random Champ Button noch? Nee. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich wollte auch mal Akali spielen. Gut. Eigentlich wollte ich Akali Support ausprobieren, ein bisschen rumtrollen, aber das geht hier ja nicht, weil Ja, hier also ist alles trollen ein kannst du Troll. hier auch. Ja, hier ist alles ein Troll. Der nächste Champions bringen wir alles da. Werden wir immer noch live aufgenommen? Nicht live aufgenommen, ja Live genau. aufgenommen, Alter, Scheiße. Ich werde hier irgendwann noch meinen Lust zu leben. Kiss Was darf machst du man. eigentlich jetzt mit, was machst du jetzt Oh. eigentlich mit der Wohnung? Ich wollte mir die Bilder mal angucken. Verkaufen? Kannst ja mal einbrechen. Die hat Wenn du eine Wand. Schwierigkeiten hast, ist eine gute Wohnung. Dann kommt IKEA-Werbung als letztes Eisgar. Nee. Ich frage mich, ob das jemand schon mal gemacht hat. Also ich gedacht Nein. hat so, ja, ich will eine Wohnung kaufen. Ich versuche aber mal einzubrechen. Je nachdem, wie schwer es für mich ist, nehme ich dann die Wohnung. So. Ich habe heute zwei Wohnungen, die ich mir vielleicht angucken mag, Philipp. Heute? Heute. Ach ja, schon Also, 0 nee, Uhr. ich habe mir zwei rausgesucht, die ich mir angucken würde. Ne, hier steht. Ach, ja, das ist Dienstag, okay. Nimm mal. Alles gut. Und wo sind die Wohnungen? In Fenne. Neubach? Bei Bamberg? In Vierenheim. So. Und ich dachte, die Oh, sind schade. in Lützelburg. Was ist das? Ja, das ist westlich von Deutschland. Soll ich wieder schangeln gehen? Kannst du gerne machen. Also Tank-Alistar oder AP-Alistar? Oder Du, AD-Alistar? ich glaube, das spielt keine große Rolle. Okay, ich gehe AD-Alistar. Meint ihr, wir können das gewinnen? Nee. Nee, nee. Ich sehe das schwarz für Ich uns. sehe schon, wir werden gleich richtig gestompt, Alter. Jetzt haben wir die große Fresse und dann kriegen wir auf die Fresse. Ja, das war es. Also ich meine, ich spiele jetzt wieder einen Champ, von dem ich keine Ahnung habe, aber das habe ich letztes Mal auch nicht aufgehalten. Also. Ne? Was soll schon schief gehen? Dann mal los. Ich weiß nicht, ich habe Magical Footwear dabei. Ich glaube, wir kommen nicht dazu. Das letzte Spiel hatte ich die auch noch 5 Minuten lang. Du nimmst die auch mit mittlerweile, gell? Ja, die sind noch ziemlich OP. Mein 10 Movement Speed ist mehr als man denkt. Ja. Alter, die sehen aber wie Pro-Player aus. Ich habe nicht mal geguckt, ob die Skins haben. Ja, ich glaube, Team Fortune hat einen Skin. Star Ja, hat ihn. Guardian ist Forge. Ja. Das muss ja so. Wow. Hut ab. Mache ich die Schlange Stimmt. Monster. Stimmt es die Main? Ja, wobei du bist. Warum krieg ich immer die Lane mit den zwei Idioten? Ich habe jetzt wahrscheinlich Weil gleich du weniger zwei affin ADCs wirst. auf die Lane und dann hasse ich mein Leben. Du wirst weniger affin, darum kriegst du die. Ich meine, was mache ich bloß gegen Gucci Mane 12, 12, 12? Mein Arch Nemesis. Nicht sterben wir, wenn der Gucci Max. Ich bin einer von diesen Champs, der läuft. Was fällt dir ein? Nicht nur bei Akali geht's, aber es gibt aber manche Champions, da finde ich, ist das Laufen sieht so schrecklich aus.
Zum Beispiel bei Twisted Fate, habt ihr euch das mal angeguckt? Ja. Es ist einfach... Also ich sehe schon mal den Schwarzen. Angst vor Schwarzen, Mann. Der hat übrigens Ignite dabei und hat mit einem fucking Crit-Handschuh angefangen. Warum sind Tellenmist Fortune Mist? Ich habe immer das Gefühl, dass hier zwei Leute auf K sind. Ich kann es dir nicht übel nehmen. Ich kann es ehrlich. Die sind Jungle, Leute. Passt auf, die ganken euch gleich. Ne, versucht doch mal eine Alice zu ganken. Was spielt der AP oder warum macht seine W 100 Schaden an mir? What the fuck? Wem, Max? Ja, auf Level 1. Ein Level, wie soll der was maxen, wenn der ein Level hat? Erklär mir das mal bitte hier. Der kann es einfach, der hat's einfach voll drauf. Nein, nein. Oh, ich hab 2 Minions gemessen. 3 sogar. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass den Modus keiner Sirius Black spielt. Glaubst du? Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du drauf kommst. Wahrscheinlich warten die alle am Altar. Ja. Das erste Jungle Camp ist der Altar. Alles der Gang! Tschüss. Miss Fortune ist da. Das hat dir meine XP gesoakt, deswegen wurde ich erst später als er Level 3. Ja, und ich hab XP auf der Top-Lane verpasst. Oh. Der hat eh genutzt, um vor mir wegzukommen. Der Hurensohn. Schande auf sein Haupt. Ey, der will mich fighten. Miss Fortune kommt, Miss Fortune kommt, Miss Fortune kommt. Oh mein Gott. Ach, schade. Nice. Es fängt an. Du hast keinen Mana, vor dir habe ich keine Angst. Wer crittet mich halt mit seinen scheiß 8% oder was das ist? 10. Sind es sogar 10? Ja. Das war schwierig. Oh, das war traurig. Das war wirklich traurig. Spaß. Aber ich hab's fast 10% und er crittet mich im Fight. Deswegen hasse ich Crit-Chance, das ist so Bullshit. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre ich damit weggekommen. Das ist eigentlich, ich hasse Crit-Chance. Und ich meine, das Spiel gibt sich auch nicht Mühe, diesen Bann zu brechen. Von wegen so, oh, er hat Crit-Chance gekauft. Er ist erst Basic Attack auf einen, erstmal critten, ne? Ja. Das braucht ja auch einen gewissen Payoff, wenn es nicht der erste Basic-Check ist. Die Kritte, dann kann man das ja nicht ernst nehmen. Wer würde sonst so ein Item kaufen? Nein, das sind sie 2 top. Akali, hör auf, von irgendwelchen Punkten am Körper zu reden, die irgendwie Schwachpunkte sind. Ich habe Biologie gehasst. Ich will davon nichts wissen. Wenn das jetzt dein Bio-Lehrer im Stream sieht. Ja. Kann ja, gerne krass. Oh. Der war tatsächlich ziemlich chill, mein Bio-Lehrer. Wahrscheinlich war der high. Nee, ich glaube nicht. Das ist ein sneaky Gank. Okay, der. Warum ist hier Level 1 Talent? Na, Talent hat noch nichts gemacht. Was passiert hier? Lushmiss? Wir sind alle hier. Alle lieben mich. Wollen die das? Wie nennt man diesen Spielstil? In die? Bestimmt irgendwie so eine Rom-Com mit so einem Love-Triangle, nur dass es mit 4 Leuten ist. Bist schon Level 6, ne? Ich mach dezent Schaden, also ich muss immer sagen, ich unterschätze, wie viel Schaden Akali macht. Kannst du den Schaden von Akali machen? Wir machen jetzt Solution. Okay. Alles Gang! Ach nee, ich hab mein Ding. Dass er Level 1 ist. Fair enough. Meiner. Nice. Nice Flash. Alles gut. Danke. War alles geplant. Es war nur, um das hier Kills zu securen. Okay. Nein, ich hab den King gemisst. Bam. Leute, seid ihr bereit, mich mit eurem Leben zu verteidigen? Ich mach gleich den Altar und dann werden die alle auf mich.
stürmen. Mhm. Okay, das war jetzt rude. Easy. Nein, du hast mir die Farm ruiniert. Warte, hast du dich gerade einfach... Okay, ich hinterfrage es einfach nicht. Ich muss dafür seine Stats machen, damit er auch genug feedet. Ja. Wie haben wir gesagt. Ein Image muss man pflegen. Ich bleib meine Mitstreu für immer. Jetzt wollen seine Streamer sehen. Seine Viewer. Meine drei Viewer. Soll ich mal einen niceen Gang von hinten versuchen? Oh, von hinten? Mhm. Meine Spezialität. Ich hab noch 3 Sekunden Cooldown, aber jetzt komisch. Teilen Mist. Nice, okay. Ich meinte Dings, Luschen. Nee, Luschen ist hier. Nee, der ist war... nicht Mist, ich weiß, wo er ist. Du kannst die Anzeige zurückziehen, er ist wieder da. Oh. Er kommt wieder nach Hause. Wirst du gerade gemacht? Natürlich nicht. Ich habe erst ihn gemacht. Boom. Also er hat keinen Skin, aber er hat einen Emote. Das muss man jetzt auch mal erklären. Ist das so eine Logik? Da bin ich auch noch nicht ganz hinter. Ah, das ist ein bisschen Akri, dir deinen Tower zu springen. Okay, warum hat mein Hextech Gunblade einen Cooldown, wenn ich das frisch gekauft habe? Ach so, wegen der Pässe von dem anderen Item zuvor. Ich verstehe. Aber das hat doch eigentlich mit dem Gunblade an sich überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Weil das eine ist eine Passive, das andere ist eine Active. Shreds Spaghetti Goat, add it again. Dass du auch immer auf White's Code schieben musst. Was hast du mit White's Code? Alter, die machen die Chaos-Theorie. Ich bin die Chaos-Theorie. Die spielen sie so verwirrend, dass man sie nicht ganken kann. Au. Der Lebensretter Jax ist da. Ich habe schon noch nicht geahnt und jetzt kommt der Engage und Tod und noch mehr Verderben. Nice. Gangschiff. Gern geschehen. Ich hab's nur für die Stats gemacht. 1, 2, 3. Wieso steht ja nicht, wie oft ich Conqueror geprockt hab? Ich meine, rein theoretisch müsste ich nur einmal geprockt haben bis jetzt. Vielleicht war es auch einfach ein Nullmal und deswegen steht's nicht da. Nee, ich hab's da mindestens einmal geprockt. Ja, wow. Ich hab kein Ult, lol. Nice. Easy. Alter, ich bin einfach OP-Schangler. Ich würde ja sagen, die Leute tun mir leid, aber die spielen 3 gegen 3. Die haben es irgendwie verdient. Wollen wir mal 3 gegen 3 ranken? Wir machen ein Rank-Team auf. Lol. Das wäre voll geil. Was jetzt das Schlimmste daran ist, ich glaube, wenn wir das machen, dann finden wir Leute, die Try haben. Nee, und dann gibt es die chinesische Boost-Taktik. Ich weiß nicht, ob ich dann Leute auf das aushalte, Leute im 3 gegen 3 Try anzufangen. Oh. Pussy.
Ich hab irgendwie das Gefühl, du baitest hier gerade das gesamte Gegner-Team rein. Die haben Angst vor mir. Ich weiß nicht, ob du es bist. Oder das Unwissen, was passiert, wenn sie auf dich engagen. Ich hab gleich den ganzen Jungle leer geräumt. Dann räum ich die Top-Lane. Au, 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 das hat ja keinen Damage gemacht. Jetzt kommt Spooky Scary. Ab in den Jungle. Da wurde ich hingehört. Ich press nochmal Top-Lane und guck einfach, was passiert. Oh, Vision. Warte, ich nehme das mal für dich. Danke. Bitte. Kein Problem. Lol, vielleicht kommen alle. Und für dich ein Triple Kill. Gangschön. Gebaitet. Easy. Mach ich das gerne. Ist jetzt das Äquivalent zum Pentakill, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ja, es ist. Alles klar. Nur den Teil ist nicht ganz so spannend. Und wird auch nicht so hart gefeiert. Aber bitteschön, mach ich gerne. Hab ich schon vorbereitet. Okay, dass die Krabbe jetzt schon machen kann alleine. Spinne. Sportlich. Der Ekelschlund. Was ich würde das super finden, wenn Riot tatsächlich bei diesen Buffs dazuschreiben würde, was die tun, weil ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was ich abgesehen von gruselig bin. Da siehst du, wie mit welcher Seriosität Riot den Modus gemacht hat. Ah ja, stimmt, die machen nur einen Schaden an Minions, das ist insane. Ich stehe jetzt einfach hier und die können aber die Minions nicht backclearen. Wer hat sich so einen Schwachsinn ausgedacht? Das ist fucking broke. Okay, ich hab den... Ich mein, so ein Minion hat 627 Leben. Die müssen 627 Basic Attacks auf einen Melee-Minion machen, um es zu töten. Und es kommt pro Wave 3. Hallo. Das ist schon balanced. Ah, nee. Also ich muss sagen, ich hab gerade die Miss Fortune ganz schön outplayed. Jetzt hab ich gesehen, das war der erste. Warum? Und es fehlt anscheinend random gegnerische Minions. Ja. Das ist halt auch ein Effekt, den hätten sie einfach lassen können. Aber es muss doch geisterhaft aussehen. Ja, natürlich. Okay. Ich meine, ich habe jetzt gerade 3 Leute weggemacht und er dachte sich so, ja Mann, ich mach sie jetzt alleine weg. Der Inhibitor hat Armor. Ich fühle mich bedroht. Spielen wir eigentlich gerade. Ja, tun wir. Das zweite schon. So. Was stellt ihr da eigentlich an? Na, wir gewinnen das Game, weil uns niemand aufhalten kann. Ja, und das ist wieder Situation, Rechtsklick auf den Nexus und nimm. Und die Surrender sogar noch. Ja, warum erst jetzt? Wir hätten so viel Zeit sparen. Mein Gott. So, nächste Runde. Ich dachte, du wolltest pennen gehen. Ja, aber es ist das Schlimmste daran ist, dass du wahrscheinlich mit dem 3 gegen 3 schneller die Mission farmen kannst. Du kriegst halt auch übel viele S, du hast gerade ein S Plus bekommen. Ja, ich war ja auch richtig geil. Und so. Knickknack und so. Naja, was ich halt sagen wollte, du kannst halt die Mission unheimlich schnell farmen. Ja. Ich habe jetzt in 2 Games, habe ich jetzt 2 Missionen bekommen. Das stimmt. Und die dauern halt 15 Minuten, das ist halt. Nice. Ripp.